Hey Leute, mein Oberkörpertraining habe ich jetzt auch noch aufgenommen und wie immer fängt das mit dem Bankdrücken an. Heute habe ich ein bisschen was anderes gemacht. Normalerweise habe ich jetzt immer, nehme ich mir was Bestimmtes vor, was ich mache und das ziehe ich dann durch, sowas wie 5x5 mit 125. Aber heute habe ich einfach mehr so rumgespielt, ein bisschen ausprobiert mit 130, dann wieder ein bisschen mehr Wiederholung gemacht mit 100 und so ein Kram, ja. Aber trotzdem ein paar gute, schwere Sätze mit Bankdrücken drin gehabt und dann haben wir das erstmal durch. Dann natürlich noch zwei Rückenübungen, ja. Ich mache immer eine Ruderübung und eine praktisch Lat-Übung, eine vertikale Ziehübung, eine horizontale Ziehübung. Die High Row, ja gut, könnte man halt theoretisch halt auch als vertikale Ziehübung bezeichnen. Deswegen ist vielleicht ein bisschen fragwürdig. Andere Sachen werden aber wahrscheinlich besser, gerade weil ich auch später dann den Lat-Pulldown noch mache. Aber ja, High Row Maschine finde ich eigentlich ganz cool, mag ich voll gerne. Dann beim Lat-Pulldown mag ich auch den engen Griff lieber als den weiten, da ist man einfach stabiler drin. Und deswegen habe ich mich halt für diese beiden Übungen entschieden. Das sind auch meine Favorites ab und zu, wechsle ich mal ein bisschen durch. Aber meistens sind schon die beiden. Und danach mache ich erst sozusagen mit dem Overhead Press weiter, damit sozusagen Trizeps und Schulter sich dann ein bisschen erholt haben, während ich die Rückenübungen gemacht habe, damit ich dann wieder ein bisschen mehr Kraft habe beim Overhead Press. Ja, weil ich halt einfach da gerne ein bisschen mehr Gewicht bewege und nicht einfach nur so auf Ermüdung trainiere. Und da habe ich dann auch ein bisschen rumgespielt mit verschiedenen Gewichten und geguckt, was geht, weil ja in einer Diät weiß man immer nicht genau so, wie ist die Kraft noch da, und wenn man halt sich dann zu viel vornimmt und dann das nicht schafft, das ist dann immer ziemlich traurig. Deswegen immer ein bisschen sachte gucken, ein bisschen Spaß haben und dann später, wenn es sozusagen wirklich um was geht, wenn ich wieder mehr esse, dann kann man auch wirklich das so, programmieren, ne, von den Gewichten her, dass da eine Steigerung drin ist und dass man sagt, hey, jetzt muss ich das unbedingt schaffen und das nächste Mal schaffe ich nochmal ein bisschen mehr, aber jetzt ist das mehr so einfach, um drin zu bleiben, ein bisschen Spaß zu haben. Und ja, danach, nachdem man sozusagen die großen Grundübungen durch hat, dann natürlich noch die kleinen wichtigsten Sachen, das heißt einmal hintere Schulter mit Face Pulls und dann seitliche Schulter mit Seitheben, ganz simpel. Die mache ich dann im Supersatz und danach auch noch Bizeps, Trizeps im Supersatz. Für Trizeps habe ich dann über Kopf Trizeps drücken, was weiß ich, ja, so nennt man das, glaube ich. Und dann für Bizeps ganz simpel mit Kurzhantel Curls abwechseln, ist einfach super cool. Man braucht halt nichts aufbauen, man geht zum Racken, nimmt die Hantel, curlt ein bisschen rum. Und dann legt man sie wieder hin und braucht nicht irgendwie so mega kompliziert irgendwelche Sachen aufbauen und so weiter. So zum Beispiel, wenn man SZ-Stange nehmen würde oder andere Dinge. Also das ist erstmal mein Oberkörpertraining. Danach habe ich dann noch ein bisschen gepostet, um zu gucken, wie es gerade so aussieht. Zu dem Zeitpunkt war ich so, 99 Kilo so um den Dreh. Man sieht halt nicht mehr ganz so fett wie vor einiger Zeit noch, aber auf jeden Fall nicht enthärtet oder sowas. Also man sieht ja am Rücken, am Bauch, überall ist noch ein bisschen Fett, ein bisschen dicke Haut, aber ja, kann auch so sein. Ich gehe jetzt auch keinen Wettkampf oder so, das war jetzt nur so just for fun, ein bisschen abspecken und dann sehen wir weiter. Ja, das war's mit dem Oberkörpertraining. Bis dann. Ciao.